Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 5. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Ich darf Sie vor Eintritt in die Tagesordnung noch auf ein paar wenige Punkte hinweisen. Der Abgeordnete Dirk Graf hat mir mit Nachricht vom 6. März 2024 mitgeteilt, dass er aus der Fraktion und der Partei der AfD ausgetreten ist. Im Ältestenrat haben wir vereinbart, dass es zur Einbringung des Nachtragshaushalts am 4. Juni 2024 einen Sonderplenartermin geben wird. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass die Plenarsitzung an diesem Tag um 14 Uhr beginnen wird. Dann darf ich Sie jetzt noch darauf hinweisen, dass heute im Plenarsaal einige Film- und Videoaufnahmen gemacht werden. Zu Beginn der neuen Legislaturperiode wollen wir unseren Informationsfilm über den Landtag aktualisieren und aufgrund der neuen Zusammensetzung müssen jetzt nach der Wahl neue Schnittbilder aufgenommen werden. Als Vorbereitung für mögliche Maßnahmen zur Optimierung der Sprachverständlichkeit auf der Besuchertribüne des Plenarsaals wird der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen durch ein beauftragtes Ingenieurbüro die dortigen akustischen Verhältnisse messtechnisch erfassen. Vor Sitzungsbeginn wurden die erforderlichen Messinstrumente aufgebaut, zu denen unter anderem ein Mikrofon gehört, das über die Brüstung in den Luftraum ragt und somit von den Abgeordneten auch gesehen werden kann. Der Plenarbetrieb, das ist nochmal wichtig für uns, wird durch die Messung nicht beeinträchtigt. Wir kommen nun zur Tagesordnung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hinsichtlich der Tagesordnung darf ich auf Folgendes hinweisen. Die Tagesordnung vom 5. März 2024 sowie der Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 30 bis Top 34 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 der Geschäftsordnung beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Und die Aktuellen Stunden werden wie gewohnt am Donnerstag um 9 Uhr abgehalten. Eingegangen und elektronisch verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, Fraktion der SPD, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Fraktion der Freien Demokraten betreffend Neubenennung eines hessischen Mitglieds für die verbleibende Amtszeit der 7. Mandatsperiode im Europäischen Ausschuss der Regionen, Drucksache 21-275. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 38 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 23 dem Antrag der Fraktion der AfD aufgerufen und ohne Aussprache am Mittwoch im Abstimmungsblock abgestimmt werden. Eingegangen und elektronisch verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Fraktion der Freien Demokraten betreffend Nachbesetzung der Vertretung des Landes Hessen im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas im Europarat. Drucksache 21-276. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 39 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 15 dem Antrag der Fraktion der AfD aufgerufen und ohne Aussprache ebenfalls am Mittwochabend im Abstimmungsblock abgestimmt werden. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Fraktion der SPD betreffend flächendeckende Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber, Drucksache 21-331. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 44 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 26 dem Antrag der Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen aufgerufen werden. Weiter eingegangen, auf Ihren Plätzen verteilt, ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD betreffend Sicher Leben in Hessen. Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis, Drucksache 21-332. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 45 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 2 der Regierungserklärung aufgerufen werden. Weiter eingegangen, auf Ihren Plätzen verteilt, ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD betreffend Erweiterung des Wachstumschancengesetzes für mehr Entlastung und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Unternehmen, Drucksache 21-333. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 46 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 18, dem Setzpunkt der Fraktion der Freien Demokraten, aufgerufen werden. Weiter Eingang auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und der Fraktion der SPD betreffend Ausbau der Windenergie in Hessen geht weiter voran. Drucksache 21-334. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag
Top 47 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 25 dem Antrag von Bündnis 90 Die Grünen aufgerufen werden. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD betreffend nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes und Schutz der Naturwälder, Drucksache 21335. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 48 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 16 dem Antrag der Fraktion der AfD aufgerufen werden. Damit kommen wir nun zur Feststellung der Tagesordnung für die 5., 6. und 7. Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen. Gibt es Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis voraussichtlich 18.40 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1 der Fragestunde, Drucksache 21118. Nach der Regierungserklärung rufen wir die Wahl der nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs auf. Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. Begrüßen möchte ich wie immer die Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne hier im Hessischen Landtag. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Ich darf Sie zudem noch informieren, dass heute Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 bis 12 des Gymnasiums Wöhlerschule aus Frankfurt sowie 4 Schülerpraktikantinnen und Praktikanten der Kanzlei am Seminar im Zentrum der Landespolitik teilnehmen. Während Ihres Seminars hier im Hessischen Landtag möchten Sie auch die Gelegenheit nutzen, einzelne Abgeordnete in der Lobby zu interviewen. Ich wünsche Ihnen allen interessante Gespräche. Ferner möchte ich Sie noch auf das Modell der Fregatte Hessen in der Eingangs- und Ausstellungshalle aufmerksam machen, das während der kommenden Plenarwochen dort ausgestellt sein wird. Ich möchte an dieser Stelle dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein sehr persönlich für diese Leihgabe danken. Anlass für die Präsentation des Modells ist der gegenwärtige Einsatz der Fregatte Hessen, die sich seit dem 24. Februar an der EU-geführten Mission EUNAVFOR Aspides beteiligt, um die internationale Schifffahrt im Persischen Golf und angrenzenden Regionen vor Angriffen der Houthi-Rebellen zu schützen. Es handelt sich dabei um einen der bisher gefährlichsten Einsätze der Marine. Der Deutsche Bundestag hatte den Einsatz formal zu beschließen. Und mit der Ausstellung des Modells der Fregatte Hessen in unserem Plenargebäude bringen aber auch wir, die Volksvertreterinnen und Volksvertreter des Bundeslandes, dessen Namen die Fregatte trägt, ihre Solidarität mit den rund 240 Frauen und Männern an Bord noch einmal nachdrücklich zum Ausdruck. Regelmäßig besuchen Soldatinnen und Soldaten der Besatzung den Hessischen Landtag. Das Modell wird uns nun fortlaufend an ihren schwierigen Einsatz fernab der Heimat erinnern. Ich danke sicher auch in all ihrer Namen allen Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz und wünsche ihnen, dass sie unbeschadet und gesund wieder zurückkehren. Diesen Dank. Diesen Dank habe ich auch jüngst noch mal in einem Brief im Namen der Abgeordneten des Hessischen Landtages an die Besatzung zum Ausdruck gebracht. Wir kommen nun zu den Entschuldigungen. Ganztägig fehlen heute die Abgeordneten Frau Nina Eisenhardt, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Robert Lambrou, AfD-Fraktion, Herr Johannes Marxen, AfD-Fraktion, sowie Frau Staatsministerin Diana Stolz, sowie Herr Staatsminister Timon Gremmels und der Abgeordnete Arno Enners, AfD, bis 17 Uhr. Und ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist nicht der Fall. Jetzt kommen wir noch zu Geburtstagen. Es freut mich sehr, der Staatssekretärin im Ministerium für Justiz und für den Rechtsstaat Tanja Eichner sowie der Frau Abgeordneten Kerstin Geis im Namen des ganzen Hauses nachträglich zu ihren runden Geburtstagen zu gratulieren. Alles Gute nochmal nachträglich. Und dann haben wir heute auch noch 2 echte Geburtstagskinder unter uns. Die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, Frau Prof. Dr. Lamia Bessari-Becker und den Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Christoph Degen. Auch Ihnen. Applaus
Frau Staatssekretärin ist noch auf dem Weg zu uns, aber Herr Degen, Sie sind schon bei uns. Und insofern bitte richten Sie aber auch die Grüße an dieser Stelle aus. Alles, alles Gute und einen schönen Tag heute mit uns allen und alles Gute zum Geburtstag. Und ich kann Sie beruhigen, die Glückwünsche im Namen des gesamten Hauses habe ich auch schon überbracht. Dann darf ich noch darauf hinweisen, dass im Anschluss an die heutige Plenarsitzung der Kultuspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 501a tagt und um 20 Uhr findet der Parlamentarische Abend der Fraport AG ab 20 Uhr im Restaurant Lumen statt. Damit sind wir am Ende der amtlichen Mitteilung angekommen.